Hallo liebe Leitungswasserfans, holt euch ein Glas Rohrquelle und setzt euch, denn ich möchte heute mit euch über die Marketingtricks der Flaschenwasserindustrie sprechen. Es wimmelt online und im TV nur so von Flaschenwasserwerbung. Tanzende Babys, unberührte Natur, sexy Frauen, die aus Flaschen trinken. Dabei wird oft ausgeblendet, was die negativen Folgen von Plastikflaschen sind, etwa der CO2-Ausstoß oder die Umweltverschmutzung. Warum aber kaufen wir Flaschen? Sind wir Schafe, die willenlos den dunklen Machenschaften der Marketing- und Werbeabteilungen von großen Unternehmen ausgeliefert sind und das machen, was sie uns in ihren hypnotisierenden Werbebotschaften sagen? Natürlich nicht. Aber irgendwas muss es doch sein, das uns das gute Leitungswasser links liegen lassen lässt, um in den Supermarkt zu rennen und 10 Kilo Flaschenwasser in den dritten Stock hochzuschleppen. Denn Flaschenwasser wird weltweit immer mehr gekauft. 2000 waren es nur 100 Milliarden Liter, 2014 mit 288 Milliarden Liter schon dreimal so viel und in 2020 soll es nochmal doppelt so viel sein. Die Deutschen tranken 2017 144,3 Liter Flaschenwasser. Das ist zwar weniger als im letzten Jahr, aber doch immer noch ganz schön viel, vor allem für den Geldbeutel. Ein Liter Leitungswasser kostet in Deutschland ungefähr 0,2 Cent. Im Supermarkt dagegen kostet ein Liter zwischen 19 und 50 Cent. Für einen Euro kann ich mir im Supermarkt also gerade mal 2 bis 5 Flaschen Mineralwasser kaufen, während ich mir für einen Euro zu Hause 500 Liter aus dem Hahn zapfen kann. Das ist ganz nice. Das ist krass. Teurer ist es also, das Flaschenwasser. Ist es vielleicht besser? Definitiv nein. Leitungswasser enthält oft mehr Mineralstoffe und weniger ungesunde Rückstände als Flaschenwasser. Zudem müssen Wasserversorger das Leitungswasser öfter überprüfen als Flaschenwasserbetriebe. Das dafür wichtige Dokument ist die sogenannte Trinkwasserverordnung, in der die Grenzwerte für Schadstoffe festgelegt werden, die im Leitungswasser enthalten sein dürfen. Zum Beispiel Kupfer, Arsen, Nitrit, Pestizide oder Akrylamid. Diese Grenzwerte für Schadstoffe sind für Leitungswasser zum Teil viel strenger als für Flaschenwasser. Auch hier spricht also einiges für das Leitungswasser. Und dass es für die Umwelt besser ist, Leitungswasser zu trinken, ist, denke ich, keine große Überraschung. Der CO2-Ausstoß beim Abfüllen und Transport des Mineralwassers, die Herstellung der Flaschen, ihre Abfüllung, Reinigung und Entsorgung, vor allem die Entsorgung im Ozean, wo das Ganze dann 450 Jahre mindestens rumschwimmt, und nicht zu vergessen der CO2-Ausstoß, falls ihr mit dem Auto zum Supermarkt düst, um das Flaschenwasser zu kaufen. Da kommt den Kopf unter den Hahn halten schon etwas umweltfreundlicher daher. Für einen Berliner Flaschenwassertrinker ergeben sich durchschnittlich 210 Gramm CO2 pro Liter Flaschenwasser. Für Leitungswasser ergeben sich nur 0,35 Gramm. Würden sich heute alle Berliner unter den Hahn hängen, könnten so jährlich 100.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Und falls ihr euer Wasser nicht beim netten Abfüller von nebenan kauft, sondern bei einem der großen Wasserweltkonzerne, solltet ihr euch neben der Tatsache, dass das Wasser im schlimmsten Fall von den Fidschi-Inseln hergekarrt wird, auch über deren Businessgeschäfte im Klaren sein. Nestle zum Beispiel bemächtigt sich gerne mal dem Grundwasser dritter Weltländer, um es dann in Flaschen zu füllen, zynisch Pure Life draufzuschreiben und es dann an die reichen Länder zu verkaufen oder als garantiert saures Wasser an die Menschen in den armen Ländern. Das Quellland trocknet aus, die Regierungen der Länder werden fürstlich entlohnt und Nestle kassiert ab. Unser Fazit ist also klar, Leitungswasser ist tausendmal besser als Flaschenwasser. Wieso aber kaufen die Deutschen ihr Wasser in Flaschen? Liegt es an den Bubbles? Wir Deutschen lieben Kohlensäure und die kommt leider nicht aus dem Hahn. Aber auch dieser Trend ist rückläufig. Laut dem Verband Deutscher Mineralbrunnen wird Mineralwasser ohne Kohlensäure immer beliebter. Davon abgesehen gibt es ja auch Wassersprudler, die Bubbles in das Leitungswasser bringen und so zumindest die Schlepperei und die CO2-Bilanz ein bisschen verbessern. Kann es also eher daran liegen, dass Leitungswasser uncool ist und die Firmen es hinbekommen, ihr Flaschenwasser geschickt zu vermarkten? Und so sind wir doch wieder bei den Marketing-Tricks der Flaschenindustrie gelandet. Ich bin jetzt sicher nicht die Erste, die erkannt hat, dass Flaschenwasserfirmen auf gerissene Art und Weise für ihre Produkte werben. An sich ist das ja auch ein legitimes Mittel, um als Unternehmen das knappe Gut Aufmerksamkeit der Kunden zu erlangen. Unserer Meinung nach hat Flaschenwasser aber einen ziemlichen Wettbewerbsvorteil. Denn erstens gibt es sehr viel Flaschenwasserwerbung.
Denn dahinter stecken oft große Unternehmen mit großen Werbeetats, Marketingabteilungen und vielen Ressourcen. Zweitens werden die Flaschenwasserwerbungen meist so produziert, dass selbst sehr kluge Individuen sich manchmal denken, hey, ich sollte mal wieder einen Kasten Wasser in den vierten Stock hochschleppen. Wir als Leitungswasserlobby möchten hier ein bisschen faire Verhältnisse schaffen und in den nächsten Videos sukzessive an ein paar Beispielen klar machen, welche Marketingtricks die Flaschenwasserindustrie benutzt.